Hallo alle zusammen. Heute machen wir zusammen ein kleines Bügelbrett. Wer selber näht, braucht eigentlich ständig ein Bügeleisen und nicht immer hat man Lust, den Bügeltisch aufzustellen. Das endet dann oft damit, dass man das Bügeln beim Nähen einfach überspringt, also die Nahtzugaben nicht auseinanderbügelt und die Nähte nicht glatt werden. Hinterher sind die Nähte dann nicht perfekt geworden, was eigentlich schade ist, nachdem wir uns so viel Mühe gemacht haben. Mit diesem kleinen selbstgebauten Bügelbrett gibt es keine Entschuldigung mehr. Was brauchen wir? Ein Holzbrett ohne Leim, Baumwollstoff zum Beziehen, nehmt am besten helle Baumwollstoffe, die schon öfter gewaschen sind und nicht abfärben, auf keinen Fall Synthetik. Eine doppelte Einlage aus Filzstoff oder Vlies oder alten Wolldecken, Bügelbrett, Ersatzpolster oder ähnlichen Materialien, die ihr schon zu Hause habt. Am besten wäre natürlich Thermolam, ein Material, das oft für Topflappen benutzt wird und keine Hitze durchlässt, aber leider auch etwas teuer ist. Ein Handtacker oder auch Nägel. Den Baumwollstoff vorher waschen und bügeln. Dabei gleich am Anfang 1 cm Nahtzugabe nach innen bügeln, sodass der Stoff später nicht ausfranst. Nun den Außenstoff mit der linken Seite nach oben auf den Tisch legen. Auf dem Baumwollstoff legt ihr nun die Einlagen, je nachdem, was ihr dazu benutzt. Die Einlage sollte die gleiche Größe vom Holzbrett haben, da man sonst die Ecken hinterher ganz schlicht einknicken kann. Als letztes legt ihr nun das Holzbrett auf das Vlies. Macht zuerst eine Probe mit dem Tacker oder mit den Nägeln auf dem Holzbrett. Mir ist es am Anfang passiert, dass die Nägel zu lang waren und sie an der anderen Seite wieder herauskamen. Und nun zuerst auf einer Seite den Stoff befestigen. Dann den Stoff gut straff ziehen und die andere Seite befestigen. Das geht am besten zu zweit. Nun an den beiden kurzen Seiten den Stoff wie bei einem Geschenkpaket einschlagen und auch hier mit dem Tacker befestigen. Und schon ist das kleine Bügelbrett fertig. Das ging wirklich schneller als ich dachte. Von unten habe ich dann am Ende noch ein Stück Filz befestigt, sodass es von beiden Seiten gut aussieht. Und zum anderen auch, damit das Bügelbrett den Tisch nicht verkratzt. Beim ersten Bügel habe ich dann allerdings festgestellt, dass das Bügelbrett einen Bezug braucht. Man kann es ja sonst nicht waschen, falls mal etwas schief geht. Deshalb werde ich euch im nächsten Tutorial zeigen, wie ihr einen Spannbezug für euer selbstgebautes Bügelbrett selber nähen könnt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bügeln und wir sehen uns im nächsten Tutorial.